Leute, willkommen zu der 18. Folge von Serverfeedback. Heute mit dem tequaro.de Server. Das ist ein Freebuild Server. Die MODD, ja, die ist ganz okay, aber hier steht ein Freebuild Server. Ich würde halt immer News oder so reinschreiben, finde ich, sieht besser aus. Ja, aber sonst geht's trotzdem. Das Icon ist halt nicht personalisiert, sage ich jetzt mal. Mir gefällt es jetzt nicht ganz so gut. Da könnte man ein eigenes Icon machen. Oder halt irgendwie, mir gefällt es halt einfach nicht. Wobei ich da eher schreiben würde, hier 1.8, weil 1.8 reicht eigentlich. Und dann schreibt man einfach 1.8x und dann weiß man auch, dass das für alle 1.8 Version ist. Und ja, deswegen würde ich sagen, gebe ich für das MODT 7 von 10 Punkten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal auf den Server. So, jetzt sind wir auf dem Server. Und ja, wir sehen hier erstmal, dass wir auf den Server gejoint sind, und hier ist eben die Standard Essentials Nachricht. Hier sehen wir, dass ich halt neu bin, also dass ich das erste Mal drauf gejoint bin, und hier sehen wir halt den Vote-Link und wie oft ich schon gewotet habe. Hier kriege ich Equip, ich vermute, es wird Starter-Equip sein. Da ist eine Claim-Schaufel, wahrscheinlich um mir ein GS zu holen, vermute ich jetzt mal. Hier gibt es einmal Vote-Cases, ja, da brauche ich halt einen Key. Gibt es hier vielleicht Warps? Du musst die Regeln lesen. Achso, ich muss die Regeln jetzt noch lesen. Stand es hier irgendwo? Okay. Dann mache ich Slash Rules. Und dann müssen wir die Regeln natürlich noch akzeptieren. Und jetzt haben wir sie akzeptiert. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch Slash Warps machen. Ah ja, jetzt haben wir da so eine GUI. Es wäre vielleicht besser hinzuschreiben, dass man die Regeln erst noch akzeptieren muss, dass man es weiß. Freebuild, Farmwelt, Netherfreischein, den Netherfreischein mit 10 Obsidian. Ach so, ich brauche 10 Obsidian, dann kann ich den Netherfreischein. Also so, als hätte ich ein Portal, ist auch eine nette Idee. Endfreischein mit 12 Enderaugen, Infos und Regeln. Der Warpunkt existiert noch nicht. Naja, das müssen wir vielleicht mal ändern. Freebuild, okay, jetzt sind wir sozusagen in der Freebuild-Welt. Ah, das ist sogar die Map, die ich gebaut habe. Und ja, bei Warps, das ist, gibt es noch Farmwelt. Ich verstehe halt nicht bei der Farmwelt, warum es eine Farmwelt gibt. Freebuild ist Farmplan ja eigentlich. Also, wir haben ja hier den Spawn. Und hier draußen kann man ja dann abbauen. Und man tut sich mit diesen Rohstoffen, kann man sich ja dann hier eine Base bauen. Und ja, man farmt ja auch in dieser Welt. Deswegen verstehe ich nicht, warum es hier dann eine Farmwelt gibt. Ja, wir gehen da auch mal hin und gucken uns die mal an. Hier. Freebuild, da sind wir gerade, und jetzt gehen wir mal zur Farmwelt. Naja, finde ich jetzt nicht ganz so gut, weil wenn man halt das Inventar speichert, dann ja, ist halt ein bisschen der Reiz auch verloren, weil ja, das ist halt auch ein bisschen langweilig. Danach ist dann mir egal, ob man stirbt oder nicht. Naja, Farmwelt, da farmt man wahrscheinlich halt einfach Zeug, was ich halt einfach nicht verstehe, weil in der normalen Freebuild-Welt dort farmt man ja normalerweise sein Zeug und baut dort auch die Base. Da braucht man eigentlich keine extra Welt. Ist ja eigentlich der Sinn von Freebuild. Ja, wir gehen mal hier ein bisschen raus. Und hier können wir halt dann abbauen, wie wir vorhin auch schon gesehen haben. Das Chat-Format, ich schreibe mal was kurz in den Chat-Test. Das ist eigentlich okay. Wobei, YouTuber, ich würde entweder YouTuber halt ausschreiben oder nur JT davor schreiben oder es halt komplett weglassen. Na, ich bin halt, ihr wisst ja, ich bin der Fan davon, dass der Name einfach nur lila ist. Finde ich eigentlich ganz schön, das Chat-Format, nur hier Test ist in weiß, ich würde es lieber in grau machen, das sieht besser aus, aber sonst gefällt es mir. Deswegen fürs Chat-Format halt nur 7 von 10 Punkten, weil das können wir halt noch verbessern. Bei der Tablist, da, ja, da steht halt unten das Forum, Hilfe, da kann ich Slash Hilfe machen. Dann bekomme ich die allen wichtigen Commands, Slash YouTuber zum Beispiel. Dort bekomme ich dann ausgegeben, wie ich den YouTuber-Rang bekomme. Und Spawn, da komme ich halt zum Spawn. Ja, da können wir ein bisschen noch ausführlicher machen. Aber wenn es da keinen anderen Commands gibt, ist ja okay. Support, Slash Support, was passiert da? Es ist kein Teammitglied online, daher kannst du aktuell keine Supportanfrage absenden. Okay. Forum online, naja. Die Tab ist okay. Finde ich auf jeden Fall ganz okay. Vielleicht ist sie ein bisschen voll, aber sonst geht es eigentlich deswegen für die Tab. Bis auf das, dass ich halt das mit dem YouTuber nicht mag, diese Abkürzung, gibt es für die Tab 8 von 10 Punkten. Ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ja, ich will mir von hier glaube ich, oder wie machen wir es? Ah ja, Rechtsklick, bis zum Beispiel hier mein Grundstück haben. Dann muss ich irgendwie Trust eingeben. Ach so, ich muss gar nicht Trust eingeben. Da steht ja, dass der Plot generiert wurde für mich. So, ich habe jetzt hier einen, habe ich keinen Stock. Ich fahre mir mal schnell ein.
So, jetzt habe ich hier einen Stick, sogar gleich vier, also einen Stock. Ja, jetzt kann ich hier zum Beispiel hinklicken und sehe, dass dieses niemand gehört. Wenn ich zum Beispiel hier reinklicke, sehe ich, dass das von diesem geclimbed ist. Zum Beispiel hier kann ich es hier draußen abbauen, aber hier halt nicht, weil es zum Beispiel ihm gehört. Da verstehe ich halt nicht. Das ist halt kein Freebild mehr, das finde ich nicht ganz so gut. Und hier zum Beispiel sehe ich, dass das mir gehört. Dort kann nur ich abbauen. Ich kann auch Rechte einem Freund zum Beispiel geben. Was ich hier halt nicht gut finde, ist halt, wie gesagt, Freebuild ist halt eher mehr dazu gedacht, du hast eine Welt, dort farmst du dir was, baust eine Base, hoffst, dass sie halt kein anderer findet und grieft. Weil eine Farmwelt brauchst du da eigentlich nicht und ein protektetes Grundstück hast du da eigentlich auch nicht. Das ähnelt dann eigentlich mehr Citybuild. Aber, ja, das müsst ihr ja wissen, wie er das macht. Für mich ist das halt Freebuild. Ja, Maps, ich denke, die erste Map, als er spawn, ist nicht selber gebaut. Bei der Map weiß ich, dass sie nicht selber gebaut ist, die wurde von mir gebaut. Ich gebe dafür für die Maps 7 von 10 Punkten. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Plugins an. Also die Plugins sind natürlich versteckt. Ja, hilft wahrscheinlich auch. Ja gut, da kommt der Hilfe-Comment dann. Bei Plugins sehen wir halt, dass zum Beispiel hier diese Messages, ich weiß nicht, ob man die abändern kann von diesem Plugin, sind halt noch gleich. Oder zum Beispiel hier diese... dieser Befehl, wenn man dieser Befehl es nicht gibt, dann diese Messages abgeändert. Oder hier sind viele Messages auch abgeändert, von Essentials zum Beispiel auch. Ja, das finde ich ja halt nicht so gut, diese Nachricht von Essentials am Anfang. Aber sonst ist es eigentlich von den Plugins, es ist wahrscheinlich nicht alles selber gemacht, aber allein schon zum Beispiel, dass man ins Nette nur kann, wenn man 10 Obsidian hat und so, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich finde es ganz gut, dass man hier vielleicht abbauen, dass man die Tiere vielleicht killen kann, müsste man noch machen. Ich weiß nicht, ob das draußen dann geht. Die können wir auch hier, glaube ich, Schaden machen. Nee, Scheiß wurde ausgestellt. Das ist gut. Ja. Das mit Plugins, das ist eigentlich so, sage ich jetzt mal, nicht gerade alles selber gemacht. Ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob er davon was selber gekodet ist. Aber auf jeden Fall wurde das relativ gut eingestellt, finde ich. Deswegen gibt es für die Plugins 7 von 10 Punkten. Und ja, würde ich sagen, war es das jetzt von dieser Surf-Feedback-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo freuen. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.